Wir sind in Hessen, in der Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim, wo die Schülerfirma Energieagentur seit vielen Jahren im Klimaschutz aktiv ist. Unter anderem werden hier jährlich in jeder Klasse 2 Schüler zu Energieagenten ausgebildet, die sich dann um das Energiesparen im Schulalltag kümmern. Ausgangspunkt der Klimaschutzaktivitäten war die Warmwasserversorgung der Schulsporthalle, für die auf Initiative der Schüler eine solarthermische Anlage errichtet wurde. Mit tatkräftiger Unterstützung der Schüler und einem interessanten Finanzierungskonzept, dem sogenannten Energiecontracting. Und das funktioniert so. Die Schülerfirma schließt mit dem Schulträger einen Contracting-Vertrag über ein bestimmtes Energiesparvorhaben, zum Beispiel den Bau einer Solaranlage. Dann nimmt die Schülerfirma bei einer Bank einen Kredit auf, mit dem der Bau der Solaranlage bezahlt wird. Von den in der Folgezeit eingesparten Energiekosten zahlt der Schulträger dann einen vorher festgelegten Teil an die Schülerfirma aus. Diese tilgt damit den Kredit und baut Rücklagen für weitere Energiesparmaßnahmen auf. Nach diesem Modell wurden in der Alexander-von-Humboldt-Schule seit 1993 zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen finanziert. Zum Beispiel die Anschaffung von 129 Thermostatventilen für die Heizkörper der Schule. Einer unserer ersten Projekte war die Installation neuer Thermostatventile an den Heizungen, was natürlich sehr viel Einsparung gebracht hat. Über die Jahre erhielt die Heizungsanlage neue Heizungspumpen. Die Steuerung der Heizungsanlage wurde erneuert. Die Beleuchtung der Kunstwerke-Galerie konnte nach und nach auf energiesparende Leuchtmittel umgestellt werden. Und ein Teil der Photovoltaikanlage auf dem Schuldach wurde ebenfalls über das Energiecontracting finanziert. Auch beim Neubau der Schulmensa konnten sich die jungen Klimaschützer einbringen. Ja, also mit dem Bau der neuen Mensa haben wir auch gleich dafür gesorgt, dass hier energiesparende Kühlschränke installiert werden. Inzwischen ist die Energieagentur auch außerhalb der Schule aktiv. So wurden für eine Partnerschule in Tansania mehrere Solarlampen finanziert. Diese Solarlampen haben wir nach Tansania gespendet. Die kann man halt tagsüber aufladen mit Sonnenenergie und dann nachts hat man halt Licht, wenn man nachts was arbeiten muss. Eins unserer letzten größeren Projekte war ein Projekt zur Wiederaufforstung des Regenwaldes. Hierbei haben wir einen bestimmten Geldbetrag an die Tropenwaldstiftung Oro Verde gespendet, die diesen dann zur Wiederaufforstung des Regenwaldes nutzt. Eines unserer nächsten Projekte ist, dass wir einen Klassensatz Messinstrumente für die Schüler kaufen, damit sie zu Hause messen können, wie viel Watt sie verbrauchen. Übrigens werden alle bei der Energieagentur anfallenden Aufgaben von den Schülern selbstverantwortlich durchgeführt. Von der Vertragsgestaltung über die Verhandlungen mit der Bank bis zur Kontrolle der Maßnahmen und Finanzen. Ein Teil des Preisgeldes werden wir in eine erweiterte Windkraftanlagenbeteiligung bei Bingen investieren.